Und damit herzlich willkommen zum Für Nüsse Bingo. Ich wollte mal anfangen. Entschuldigung. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Herzlich willkommen zu einer neuen... Wo gehst du denn hin mit dem Mikro? Das Wasser mehr holen. Hm. Für Nüsse Bingo? Jetzt bin ich total durcheinander. Ja, fang mal an. Warum Bingo? Das ist wieder eine Folge, in der Klaus anfängt zu essen. Und wir sollen raten, welches... Nee, ist ja kein Bingo. Nein, Bingo ist das, Sachen, die häufiger passieren, aber nicht immer. Klaus isst im Podcast, weil er nicht gegessen hat vorher. Das war aber nicht die 17 wie letztes Mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Für Nüsse mit... Klaus? Das bin ich. Trockenes Brot. Ich glaube, im Knast ist es, glaube ich, leckerer als hier. Und dazu Wasser. Und Dirk. Trink ja, Wasser. Ja. Pumpt sie echt gerade Trockenbrot rein. Na ja, komm, irgendwann muss ich essen jetzt. Ja, lass mich mal in Ruhe essen. Und er hat seine Hände verkrampft und seinen Bauch geklemmt. Jetzt hat er halt irgendwie merkt schon, wie der Durchbruch langsam vonstatten geht. Der Durchbruch ist da. Herbert Grönemeyer, 90er. Das Lied gab's nicht. Alles wird anders. Ja, aber der Durchbruch ist da. Das war eine Zeile aus dem Song. Der Durchbruch ist da. Das ist tätowiert auf deinem... Nee, sowas. Songbook, den du aufs Hinterteil tätowiert hast. Ich hab so eine Herbert Grönemeyer Songsammlung. Klingt sehr eklig, wenn du ja, ich weiß, redest. Ich will doch alles hier. Ich kann auch alles sagen, du hast doch die Anmod gemacht, dann moderier doch weiter an. Ja, was ist denn so dir die letzte Woche alles? Ja. Hast du dein Bett denn mittlerweile schon? Ich habe gehört, du baust ein Bett. Oh, da gab's einen lustigen Unfall. Echt? Ja. Mein Bett immer noch mein Unterarm. Ist eigentlich lustig, wenn es oben auf einem Aquarium aufliegt, sodass du unter dem Bett keinen Stauraum hast, sondern Fische, aber man darf Fische nicht bündig zubauen oben. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein Bett mit toten Fischen abzugeben, günstig. Aber es ist vage, und zwar eingebaut. Nee, es ist Fische. Hast du nicht zugehört bei der Horoskop-Ecke letzte Woche? Oh, ich hoffe, es geht heute um lustige Witze. Und die besten Tracker-Witze, die... Klaus bei seiner Reise durch Erkenschwick gezogen hat. Nein. Wirst du das jetzt immer so als kleines Genussstückchen? Ja, pump dir den ekligen Klumpen rein, dann ist gut. Das ist ja kein Genuss. Geht nur darum, dass dein Magen ruhig ist. Naja, wer ist dein Lieblingswrestler? So. Oh! Und jetzt kannst du erstmal 5 Minuten reden und ich esse das Brot und drehe das Mikro klingt, weg von mir. Das klingt nach Timo. Hat das Timo gefragt? Nein. Aber er hat doch mal sowas gesagt. Ja, vielleicht hat er dich mal gefragt, privat. Timo ist einer unserer 3 Zuhörer für die anderen beiden. Ach krass, also wenn das nicht von Timo kommt, weil ich weiß, dass Timo gesagt hat, könnte er mal so eine 80er, 90er Jahre Wrestler-Folge machen und jetzt fragst du sowas. Deswegen habe ich gedacht, er hätte irgendwie auf Twitter was geschrieben, weil da bin ich ja so selten. Aber gut, wenn du das sagst, wer mein Lieblingswrestler ist, of all time? Ja, vielleicht nicht gleich mit deinem Lieblingswrestler anfangen, sondern wir reden uns mal rein. Was gab es für coole Wrestler damals in unserer Kindheit? Naja, ich weiß ja sogar, was für coole Wrestler es momentan gibt, also mehr oder minder. Ich hatte letztens ein Casting. Bin gerade zum Mikro gegangen, um meine Augenbrauen zu heben. Ich hatte letztens ein Casting und da sollte ich halt irgendwie auf so eine große Matratze irgendwie einfach springen. Ich dachte, ich mache eine. War es für einen Sexfilm? Ja, ich dachte, ich mache eine coole ATK-Sprungrolle. Da war so ein kleiner Junge vor mir und ich sollte lässig neben ihm landen. Ich hoffe, es war nicht für einen Sexfilm. Doch. Und der sagte, ich bin John Cena. Und ich dachte, yes, ich weiß, wen du meinst. Der Typ, der an seinem Oberarm immer Stirnbänder trägt. Weil der halt einfach so einen großen, dicken Oberarm hat wie ein Stirnband. Selbst The Rock hat irgendwann mal, war in seiner Combo-Crew drin und hat dann... Deswegen nennt man ihn auch den Oberstirnbandführer. Ja. Alter Finn, ey, das Brot tut dir richtig gut, ey. Sich freut, ey. Oh. Der hat halt irgendwann mal in seiner Combo da mitgemacht. Ich weiß nicht, ob es halt... Es gibt ja immer noch diese krassen Dinger wie... Sarg-Matches glaube ich nicht, aber Käfig... Und Money in the Bank und Leiter. Sowas. Ja, aber Money in the Bank ist ja auch mit Leiter. Das ist ja, wo das Geld dir dann halt irgendwo auf 3,70 dann festgeknotet ist und du hast dann 4 riesige Malerleitern, wo ich denke, Alter, der muss gar nichts falsch machen. Der muss halt einfach nur auf der Hälfte abschmieren und dann ist er schon böse verletzt. Aber was es für gute Wrestler gab. Ja, das... Also, kann man mit einem anfangen? $1 Million Man. Ted DiBiase. Ja, super gut. Ich glaube, sein Vater war auch Wrestler und sein Sohn ist auch einer geworden. Es gibt gute Wrestler und schlechte Wrestler.
Gute Wrestler, schlechte Wrestler, ein Leben im Ring beginnt. Okay. Und die sind dazu angehalten, die Maske, die sie benutzen, also das, den Charakter, den sie spielen, nie abzulegen. Und, das ist ja in Texas, beziehungsweise in Mexiko wörtlich, ne? Also der, ist er, Lucha Libre? Luchadore? Lucha Libre ist dann... Aber Luchadores ist, glaube ich, der Begriff für mexikanische Wrestler. Aber die ganz großen Promis, die gehen ja sogar mit Maske in die Öffentlichkeit. Mhm. Das kriegst du auch. Du wirst ja auch sonst nicht erkannt. Dann. Aber und die guten Wrestler, die mit den positiven Backstories, heißen Faces. Und die anderen heißen Heels. Heels? Ja, wie die Fersen. Das sind die Fachbegriffe. Die können auch wechseln. Und normalerweise, wenn die Wrestler ankommen... Ist das schon mal passiert? Ist es häufiger mit Tatanka zum Beispiel, der Indianer, der erst als Face angefangen hat und dann ist er zur Million-Dollar-Crew von Ted DiBiase gewechselt. Das war so meine Zeit. Ja. Und von Face zu Heel auch Bret the Hitman Hart. Ah, One-Million-Dollar-Crew ist aber schon... Also das war ja nach der NWO. Vor der NWO, ne? Ja. Vor der NWO. Wann hast du ein Wrestling geguckt? Mit 4? Anfang der 90er bis so Mitte der 90er. NWO auch, ne? Ja, schon. NWO auch, man nicht New Wrestling Organization, sondern New World Order. Ja, genau. Wir schaffen eine neue Weltordnung durch Wrestling. Und da wurde nämlich Hogan böse. Da hat ja Hogan die Zeit gehabt, wo er diesen geilen Bart hatte, der halt, also normales schwarzes Kostüm. Und der Rest halt war schwarz gefärbt. Ja. The NWO. Das ist ja auch geil. New World Order. Woo! Diese ganzen Moves, also damals war ja halt auch das Charakterspiel halt größer. Also jetzt ist sie halt irgendwie nur noch hübsch und hässlich. Ja, und die Körperformen waren noch unterschiedlich. Ja, und damals war es so kreativ wie Doink the Clown und Ted Biasi und One, dieser... 1-2-3-Kid. Genau, und hier dieser Razor Ramon, Adam Bomb. Der Broker, wie hieß der denn nochmal? Mr. Martel? Meinst nicht The Model Rick Martel. Du meinst aber nicht den Steuerberater, beziehungsweise den Finanzbeamten. Der mit Brille, schwarzen Haar, immer ein Koffer. Ja, der war Finanzbeamter. So geil. Warte, IRS war natürlich das Kürzel. Ed Irving. Ich glaube, Ed IRS Irving, der immer im Finanzbeamtenanzug ankam mit dem Aktenkoffer und sich erstmal den Anzug vom Leib gerissen hat. Ja, das war so gut, ey. Auch krass, dass Finanzbeamte auch wrestlen dürfen. Ich weiß nicht, wie er das von der Steuer absetzen durfte in den USA. Aber die Frage andere ist dann, ob dann halt der Ring Teilzeit absetzbar ist von der Miete. Als Zweitwohnsitz. Auch die Manager waren teilweise so geil. Paul Bearer. Von Undertaker. The Undertaker. Oder Macho Man Randy Savage, der irgendwann in einer Folge... Kürzlich verstorben, vor 2 Jahren oder so. Zum Macho King gekrönt wurde. Mhm. Das fand ich, und dann diese geile, also das richtig geschrieben war, wie so eine gute Soap-Folge, wo er dann halt irgendwie seine Ex-Frau dann wiederhaben wollte und sie, aber nein, und sie kam und das ganze Publikum, take her! No, I can't! Das ist so gut, wie heulende Gesichter von erwachsenen Menschen. Wie Leute da so richtig reingesteigert sind, die im Theater. Es gibt auch eine schöne South Park-Folge zum Wrestling, wo die Jungs mit Wrestling anfangen wollen, sind halt enttäuscht davon, dass das nur Ringen ist. Die haben sich schon darauf vorbereitet, jeder hat sich so eine Charakter-Backstory überlegt und dann kommen sie halt zum Schulwrestling und es ist halt nur Ringen. Ach so, das Wrestling in der Schule. Ja, genau. Ja. Und sie sind halt so mega enttäuscht davon, machen ihre eigene Wrestling-Liga auf und denken sich so Geschichten aus, irgendwie der eine spielt eine Frau, die süchtig nach Abtreibung ist, der andere spielt einen Vietnamkriegsveteran. Das ist total abgedrehtes Zeug. Was sie da machen. Und die Zuschauer sind halt irgendwie stehen dann in einer Pause mit Rotweingläsern da und diskutieren die Handlung. das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass sie schon 8 Abtreibungen hinter sich hat von ihm. Dann geht es für die Glocke an. Ding, 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 ding. Oh, es geht weiter. Das ist so ein bisschen wie Boxschach. Ja. So einer meiner All-Time-Favorites war immer Bret the Hitman Hart. Ja, du hast auch diese Plastikbrille, oder?
Oh ja, die Plastikbrille, die war super. Die war auch jeden Cent wert. War das nicht die gleiche Brille, die Dr. Emmett Brown im zweiten Teil hatte? Die sah ziemlich ähnlich, aber der hatte ein besseres Gestell, weil diese Plastikbrille war mit so einem Gummischlauch zusammengehalten hinter dem Kopf. Dass man der hat ja jedes Mal so einem kleinen Kind die geschenkt. Und ja. das Kind war weg hinter der Brille. Das war echt riesig groß. Aber das fand ich mal ein geiler Move. Der dann auch, da gibt es eine ganz krasse Geschichte, wie er um seinen letzten Sieg betrogen wurde. Na. Weil der hatte, es gab noch, der hat auch als Face angefangen. Der war doch bis zum Schluss der Gute. Nein, der wurde dann zum Heel. Und dann hat er sich mega unbeliebt gemacht, ist mal über die USA hergezogen, der ist ja Kanadier. Hat er nicht irgendwie was mit dem British Bulldog noch zu tun gehabt? Ja, ich glaube, entweder hat British Bulldog seine Schwester geheiratet oder er hat die Schwester vom British Bulldog geheiratet. Genau, irgendwie so. Genau, die haben verschwägert. Die Sache war dann, er sollte irgendwie den letzten Kampf gegen Shawn Michaels gewinnen, indem Shawn Michaels ihn pinnt bis 2 und dann dreht. Shawn Michaels nimmt ihn in den Sharpshooter. Also sein Finishing Move. Wo er drauf sitzt auf dem Boden? Genau, und quasi die Wirbelsäule überdreht. Ja, genau. Ja. Der andere liegt mit bäuchlings auf dem Boden. Shawn Michaels nimmt ihn in den Sharpshooter und dann war geplant, dass Bret the Hitman Hart das Ganze um 180 Grad dreht und dann Shawn Michaels mit dem Sharpshooter besiegt. Mhm. So. Und bevor das passiert ist, hat der Ringrichter den Kampf beendet, als hätte Bret the Hitman Hart aufgegeben. Wow. Und das war sein Abschiedskampf in Calgary, Kanada, wo er herkommt. Fuck. Und das war so eine mega Sache und er hat danach auch wohl, wie heißt denn der Wrestling-Chef da? Paul Bearer? Nein, nicht. Vince McMahon. Und hat ihm danach wohl auch ins Gesicht geschlagen. Und nach dem Kampf hinter den Kulissen, ohne Kameras. Das lief wohl alles sehr, sehr unschön ab. Es gibt von Vince dem Podcast... Vince McMahon aber auch Wrestler, ne? Ex-Wrestler. Der hat so eine körperliche... Der hat auch immer noch der sieht ja immer noch, also wird jetzt 70 oder so, wird er wahrscheinlich sein. Geilste finde ich halt immer irgendwie die Kragenweite, weil Vince McMahon ja im Anzug dasteht und denkst, Alter... Was für ein Kragenweite Autoreifen. 72. Ja. aber da kann ich nur empfehlen, es gibt einen tollen Podcast, der heißt Do Go On, wo sie immer Referate halten. Da gibt es auch was über den letzten Kampf von Bret the Hitman Hart. Okay. So, aber, gibt es nicht noch einen neuen guten Podcast? Noch nicht, aber bald. Empfehle ich bald. The Bret the Hitman Hart fand ich halt auch damals mal faszinierend, weil er hat auch dieses abgefahrene 80er, 90er Jahre Design in Schwarz und Rosa. Mega Farbkombination, richtig ekelhafte Locken. Also hat aber so leicht, ich meine, die sahen ja schon alle ähnlich aus. Der hat ja ähnliche Haare wie Razor Ramon oder 1-2-3 Kid oder sowas. Übrigens, 1-2-3 Kid fand ich, sah immer aus wie der kleine Bruder von Bret the Hitman Hart. Ja. Also der war echt krasse Kopie, beziehungsweise der sah auch eher sehr stark aus nach, wie hieß dieser österreichische Pop-Typ? Pray! Ah, DJ Bobo. DJ Bobo, genau. Ich fand, der sah aus wie DJ Bobo. Bloß von Pray Three gesagt, das hätte jetzt Falco fast gesagt. Bloß 1-2-3 Kid war ja halt auch so ein krasser Akrobat, der ja gerne mal aufs dritte Seil und rückwärts seilte und dann echt bäuchlings auf den Gegner, der bewusstlos da auf dem Boden lag, gefallen ist. Und das ist also so eine High-Flying-Action, die fand ich auch immer total krass, wo da halt natürlich die richtigen Tiere wie Urgestein The Giant halt einfach immer nur da stand. Hat entweder die Leute umgerannt, sich draufgesetzt oder hochgehoben. Beziehungsweise, was ich glaube, jemand, der nichts gemacht hat, war Yokozuna, oder? Das war halt so ein ehemaliger, tatsächlicher Yokozuna-Kämpfer. Naja, womöglich Sumo-Wrestler. Womöglich oder auf jeden Fall einfach nur ein dicker Belgier. Nee, der war schon Japaner, oder nicht? Naja, weiß ich, aus der Erinnerung aber. Der und die beiden Natural Disasters. Earthquake und Typhoon. Ach, genau. Aber ich meine, okay, die waren ja, stimmt, das war ja auch so, die haben so klassische Wrestling-Outfits gehabt, ne? diese One-Suit-Dinger. Genau, so ein Body, einer in Rot, einer in Blau. Und dann immer nur die linke oder die rechte Schulter drin, ne? Oder beziehungsweise die hatten beide. Okay. Da gab es nicht noch die Bushbreakers oder sowas? Bushwhackers? Ja, die Neuseeländer. Ah, genau, die mal diesen gemacht haben? Ja, genau. Ja, also großer Inhalt für den Podcast. Beschreib, was mache ich? Er bewegt die Arme wie so ein Aufziehaffe, der eine oben, der andere unten. Wie diese komische Katze. Diese eine Winkelkatze, mit beiden Armen und einem viel größeren Winkel. Ja. Und die Nasty Boys? Genau, die meinte ich. Zwei We're the boys. Punks. We're the nasty boys. Zwei Punks. Wie hieß der Finishing Move?
Warte, Pitstop. Ja, in die Achsel rein mit dem Kopf des Gegners. Ja. Voll gut. Das sind auch so eine, jetzt sind es meist immer so eine brutalen Dinge, aber oft war es auch was Ekliges, was derjenige kurzzeit aushalten muss. Und es war doch die Kommentare so, oh nein, oh Gott, jetzt geht er in den Koffer und holt das Unterhemd, was er seit 20 Jahren nicht gewaschen hat. Oh Gott, er holt das Unterhemd tatsächlich. Ja, genau, das war total geile Dinger. Ja, auch immer dieses, so bevor, und der andere schaut dann immer auf das Objekt, nein, schüttelt immer ungläubig den Kopf. Oh, da finde ich, ist eine Figur sehr, sehr groß drin gewesen, ist Ric Flair. Woo! Das war halt auch so ein Urzeit-Wrestler, der halt mit seinem grau-goldenen, weiß-blonden Haar irgendwie total geglättet immer da stand, immer, glaube ich, nur seine roten Speedos anhatte und gebrutzelt war, also ich glaube... Und so eine Federboa, mit der er reinmarschiert ist. Und Hulk Hogan war dagegen blass von der Hautfarbe. Übrigens habe ich was Interessantes gehört neulich, wo es darum ging, wie Wrestling so diesen Anfang gemacht hat mit der Show. Weil es hat ja eigentlich auch wirklich auch zu Ringen angefangen. Aber ist das nicht auch kopiert aus Mexiko? Ja, also von der Show her. Aber wie halt diese komischen amerikanischen Charaktere entstanden sind. Und der erste, der so wirklich so eine Show abgezogen hat, war auch so ein bisschen wie Ric Flair. Und der kam auch mal so ganzen in so sehr exzentrischen Kostümen rein. Also auch nochmal überzogen als Ric Flair. Und bevor er den Ring betreten hat, musste sein Butler Parfum aussprühen. Mir fällt da der Name nicht mehr ein. Aber. Wie hieß denn nochmal dieser, auch ein ganz, also vom Optik ganz einfacher Wrestler, lange straßenköterblonde Haare, ich glaube immer Vollbart und hatte immer so ein Stück Holz in der Hand. Oh, Hacksaw Jim Duggan, genau. Ja. Ja. Wie er mal reingerannt ist. Sein heiliges Holzstück oder was auch immer das war, was dann wahrscheinlich mal mit ihm beerdigt wurde vom Undertaker. Der hat knapp 70 halt immer noch irgendwelche Spendengala oder sowas auf kleinen Hinterhöfen irgendwie im Süden mit der Südstaatenflagge. Ja, mit der Südstaaten, aber was waren das dann? Yankees und weiß ich nicht, er sammelt Spenden für Rassisten. Ja, also er ist ja voll... Confederates. Also Confederates. Und genau, er hatte immer diesen Confederate Troop Mützchen dann aufgehabt, irgendwie am Anfang. Ja. Noch diesen heute undenkbar. Nee, ja. Ach was. Das ist was heute denkbarer als je zuvor. Leider. Ja. Ja, aber das waren halt auch, also das war so eine Kindermagneten, weil die hatten dann irgendwelche einfach kopierbaren Gesten oder Ausrufe oder so ein Zeug. Erinnerst du dich noch an den, der immer mit der Schlange um den Hals angekommen ist? Jake the Snake Roberts? Hatte eine Schlange um den Hals, ein bisschen wie Salma Hayek in From Dusk Till Dawn. Wie Salma Hayek in From Dusk Till Dawn. Ja. Das war so eine der ersten Wrestling-Erinnerungen, die ich habe. Jake the Snake Roberts und Mr. Perfect. Und sein Finishing Move. Den verwechsel ich immer mit Teddy Biasi. Perfect Plex. Nee, der Mr. Perfect war einfach so ein ganz langweiliger Typ mit blonden, fettigen Haaren. Und der Perfect Plex, hat er den Gegner auf die Schultern genommen und ist nach hinten in die Brücke gegangen. Ah, okay, das ist aber auch ein krasser Move. Ja, da sind viele krasse Moves dabei. Ja, Mr. Perfect. Das waren so die ersten Wrestler, an die ich mich bewusst erinnere. Glaube ich, Jake the Snake Roberts und Mr. Perfect. The Undertaker. Und, ja, der ist ja auch einfach seit Ewigkeiten dabei. Der ist immer noch, ist jetzt 73 oder was? Ja, es gibt auch also die beiden, die immer noch dabei sind. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt noch dabei sind, aber vor ein paar Jahren zumindest. The Undertaker und Shawn Michaels. Shawn Michaels? The Heartbreak Kid. I'm not your sexy boy. And not your boy toy. Shawn Michaels. Der immer als so der super Schönling vermarktet wurde, aber eigentlich nur so ein ganz normal aussehender Typ war. Ich fand, der war immer so der austrainierte MacGyver. Ja, mit Fukuhila. Ja, Fukuhila war ja MacGyver. Aber, ja. Krass. Ja. Ich weiß nur, dass halt die Tochter von Ric Flair wrestelt, weil jetzt ist ja halt auch Frauenwrestling, was ja echt ganz gut ist, dass es so etablierter ist. Das ist echt immer ein bizarres Bild, weil die Anfänge waren dann halt auch ein bisschen zarter. Wenn sie da halt losgelegt haben, obwohl, da ist natürlich ganz geil, Glow kann man dann nur empfehlen, weil die richtig schön auf der Kacke hauen und echt alle lustige Charaktere sind, aber jetzt ist halt echt, also krasse, also einfach nur so eine Running Clothesline
gegen eine Frau wirkt halt irgendwie noch was anderes. Wenn richtig so Patsch und die dann so runterknallt und denkst, au, au. Ich glaube, der Ring ist ja auch maximiert, dass jeder Aufschlag möglichst brutal klingt. Mhm. Ja. Aber trotzdem halt ein Sprung vom dritten Seil, das muss ja, halt nee, können. Sicher. Also ich meine, das ist ja, Federn, ne? Wir wollen ja auch den Leuten nicht die Athletik absprechen. Ja. Das, auch wenn es halt eine Show ist, aber es steckt halt einfach mega viel körperlicher Einsatz. Ja. Dahinter die Sachen so abzufedern und einfach so Sachen wie, ah, wie heißt denn das, wo der eine auf den Schultern des anderen steht, Schulter an Schulter, und sie beide vertikal stehen. Wie viel Körperspannung das erfordert. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Move heißt. Ähnlich gibt es ja halt auch das Ding, wenn der eine den anderen kopfüber festhält und er dann so Powerbomb-mäßig, ich glaube, es ist die Powerbomb, ne? Der Kopf symbolisch da quasi zwischen die Beine zerschmettert wird. So. Ja. Oder auch denkst, und das kann halt auch in, weiß ich, ein paar Zentimeter blöd gegriffen. Weil der andere ja halt auch einfach seine Arme locker lassen muss oder sich an den Schultern nur festhält und denkst auch so, naja, kennst du noch Max Alex Wright? Das war halt der deutsche Wrestler, das genau. Von dem erzählst du immer, das sagt mir gar nichts. Leider. Aber den kannte ich halt auch nur, weil ich damals dieses Wrestling-Spiel für die PS1 hatte. Und da sollten ja jeder so eine komischen Videos machen und Razor Ramon und sowas, alle super und der andere... Hello, I'm Alex Wright and I'm gonna crush you. Und dann so, okay. Ja. Nein, Razor Ramon, der war auch relativ kurz nur dabei, glaube ich. Ich habe den gar nicht so als so langlebig, aber war länger dabei. Ich dachte schon. Das war doch mal der Streichholztyp. Zahnstocher Mund aus Kuba, vermeintlich. Aus Kuba? Ja, Kubaner. Razor Ramon, der Kubaner. Okay. Ja. Und sein Finishing Move war der Razor's Edge. Das zum Beispiel, ich könnte nicht diese ganzen Finishing-Dinger auf. Was waren zum Beispiel vom Undertaker? War das nicht mal der Griff in die Kehle? Nee, nein, das so hat er die manchmal beendet. Aber eigentlich war es auch sowas Ähnliches wie die Powerbomb, aber variiert, sodass der Rücken an seinem Körper war und er gleich dann saß und die Schultern des Gegners auf den Boden gedrückt hat. Deswegen zählt es als Pin, das war der Tombstone Piledriver. Tombstone, geil. Wen ich auch noch sehr geil fand, der war später dann in den 90ern richtig dicke, Goldberg. Das war nach meiner Zeit. Der Typ, der halt einfach vom Schlüsselbein bis obere Ohrspitze halt Schultermuskeln hatte. Das war so ein austrainierter Nacken. Der kann sich mit dem Nacken die Ohren zuhalten. Und sein Finishing Move war nämlich immer dieser komische Football-Run. Diese Hand auf den Boden und dann hat da jemand umgerammt. Aber richtig, also die haben da richtig gut mitgespielt, dass das Gefühl hatte, oh mein Gott, der ist fast in zwei Teile gerissen worden. Die waren halt immer Matsch. Und am Anfang ist er halt immer reingekommen. Der hatte halt auch nur ein Speedo an. Ja. Glatze, hat diesen ekligen Kane-Bart gehabt, diese Gesichtsmuschi. Und dann ist vor ihm dann halt immer... Wir reden nicht über den Wrestler Kane, sondern Kane, den Anführer der Bruderschaft von Nord. Es gab auch einen Kane-Wrestler? Ja, der hat immer eine Maske getragen. Okay. Nur um das klarzustellen, das ist ein wissenschaftlicher Podcast. Und dann vor ihm sind dann halt diese Fontänen angegangen und dann brannte die ganze Zeit diese Dinger. Und hinter ihm. Und er ist immer zurückgegangen und hat immer seinen Kopf oder seine Schultern da reingehalten, um zu zeigen, dass halt voll wahnsinnig und schmerzfrei so... Und stand halt in diesen Flammendingern drin. Das war also ein bisschen nach meiner Zeit. Hast du eigentlich mal... Nach deiner Zeit? Ja. Wann hast du denn Wrestling aufgehört zu gucken? Mit 11? Ja, ungefähr. Hast du eigentlich mal, der war ja auch Wrestler, aber ich habe ihn nie beim Wrestling erlebt, Dwayne The Rock Johnson, irgendwie im Ring gesehen. Ich kenne zwar Bilder von ihm, wie er aussieht. Ja, das meinte ich, was ich vorhin gesagt habe mit John Cena. Der hatte ja mir mal so eine Kombi gehabt. Ja, okay. Und hatte ich den irgendwie mal kurz. Aber ich weiß immer nicht, was für ein Finishing-Ding war. Es ist ja halt irgendwie nur, dass er aus so einer Wrestling-Dynastie kommt. Also sein Großvater war Wrestler, sein Vater war Wrestler und er wurde Wrestler. Und gibt es ja halt auch mal ganz viele Bilder irgendwie, wie geil die halt alle aussahen. Und er fing ja ganz peinlich an mit so einer ganz dummen Lockenfriese und so einer komischen Jacke und alles und war dann zum Schluss ja eine richtig krasse, gute Figur. Also er hat sich ja richtig, richtig gut da rausgearbeitet, beziehungsweise halt in das Business und das er, weiß nicht, immer hin wollte oder rein wollte oder sowas. Ich gucke hier ein paar Dinger gerade an. Kommt mir gar nicht vor, gar nicht bekannt vor. Kennst du Big Show? Ah, vom Namen her. Der sieht halt aus wie The Giant ohne Haare irgendwie. Manchmal denke ich auch, dass manche Namen wahrscheinlich auch... Wusste ich gar nicht. Razor Ramon hieß früher mal Scott Hall. Wusstest du das? Echt? Ja. Klassischer kubanischer Name, Scott Hall. Geiles Bild, Scott Hall. Kennst du Chris Benoit?
Nee, im Leben nicht. Wenn der nicht als Kampfschwein in Erinnerung war, der hat nicht genug Wrestling gesehen. So einige Kämpfe hat er trotz drohender Niederlage noch mit eisernem Willen gewonnen. Das muss aber knapp gewesen sein. Einer, den ich noch kenne, kennst du den Country-Sänger innen? Double J, Jeff Jarrett? Ja, jetzt macht er den Jeff Jarrett-Tanz. Auch super, super Podcast. Ich dachte Podcasting. Immer, das wäre der Typ mit dem Holzstock gewesen. Nein. Double J, Jeff Jarrett war so ein blonder Country-Sänger. Der hat auch eine Country-Single rausgebracht, die dann öfter mal vor seinen Wrestling-Kämpfen lief. Kein Scherz. Kennst du noch Sting? Nee. Ehrlich nicht? Nee. Das war das Gegending. Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus The Crow und Kiss. Aber du hast doch die NWO mitgekriegt. Nur wenig. Und das war das Gegenteil. Das war das Wolfpack. Das war Wolfpack-Anführer. Es gab die New World Order mit Hulk Hogan und dann das Wolfpack. Und da war Sting halt der Anführer. Und der Typ ist doch leider verstorben beim Live-Event, weil er sich halt mit einem Drahtseil... Das war Bret Hart. Ach, das Bret Hart. Das war Bret Hart, ja. Nee, nicht Bret Hart, Owen Hart. Bret Harts Bruder, Owen Hart. Aber ich dachte, das Ding wäre. Okay. Irgendwie der Bret Hart meinte dann auch, der hat da schon aufgehört. Und der hat dann in einem Interview auch nochmal gesagt, die Show wird halt immer viel krasser, die Anforderungen an die Show werden immer krasser. Es wird aber immer weniger geprobt, es ist immer weniger Geld drin. Und deswegen ist es halt auch zu so einem krassen Sicherheitslapsus gekommen, der irgendwie wirklich eigentlich vom Seil, also quasi einen Bungee-Sprung zum Ring. Also sollte? ich habe gehört, dass es kein Bungee-Sprung sondern, okay. sondern mit einem Drahtseil abgeführt und es ist halt dann viel zu hoch halt gelöst. Ja. Und da, und das war auch das letzte Mal, dass halt simultan übertragen wurde. Ja. Seitdem gibt es irgendwie 20 Sekunden Blockbrücke oder sowas. Nein, aber es ist halt absurd. Ja. Dass jemand halt auf die Art und Weise ums Leben kommt. Aber der war halt auch, weiß ich nicht, Mitte 30 wahrscheinlich, wenn überhaupt. Aber es gibt ja schon ein paar, die halt echt gute Schäden mitgenommen haben. Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja nicht zu vermeiden. Also wenn du später gesehen hast, hier mehr Hogan Knows Best, wo er sich immer mit den einen von den Nasty Boys getroffen hat. Ja. Und der nur noch, also okay, die war ja früher schon nicht mehr. 30 Jahre Anabolika. Aber halt Hogan sich noch einigermaßen bewegt und immer noch trainiert und der von den Nasty Boys halt nur humpelt, die ganze Zeit Tabletten schmeißt, immer Bier säuft, immer mit Krücken unterwegs, also nur noch Wrack. Denkst du, okay. Nee, wie gesagt, dann nimmst du halt so Sachen wie die ganzen Aufschläge, wenn du überlegst, dass ja jedes Mal ein kleines Hirntrauma auslöst. Ja, also eigentlich so ein richtig harter Kopfball beim Fußball ist ja schon fordernd. So ein Zusammenstoß beim American Football geht richtig aufs Gehirn, wenn du das halt ständig machst. Ja. Nur das im Ring. Ja. Hier, so sah zum Beispiel Goldberg aus. Genauso wie Stone Cold Steve Austin. Den erinnere ich noch vom Namen. Alter, stimmt. Kennst du noch Booker T? Nee. Das war definitiv nach meiner Zeit. Booker T sieht aus und klingt so wie ein Kämpfer aus Street Fighter 5. Die Brille von Bret Hart. Geil, eine Lederjacke drüber über dem schwarzen Unterhemd. Das hat Stil. Da ist er, Kane. Der aussieht ein bisschen wie Undertaker. Aber es gibt halt nur einen Undertaker. Mr. Perfect hieß auch Kurt Hennig. Kein Wunder, dass ich Mr. Perfect so genannt habe, nicht Kurt Hennig. Kurt Hennig. Geil, den kenne ich ja auch gar nicht. Könnte auch in Deutschland eine Klempnerfirma Rob haben. Van Damme. Sag mir gar und dann mit so einem... Sag mir gar nichts. Kurt Hennig. Oh. Ah, Macho Man Randy Savage in seiner klassischen Haltung mit der unsichtbaren Glaskugel. Mankind? Nie gehört. Also sieht ein bisschen aus wie Mankind, um das jetzt mal zu beschreiben, sieht ein bisschen aus wie ein Wrestler, der eine Sitcom hat, in der bei seiner Familie als Verlierer auf der Couch sitzt. Der kommt mir voll bekannt vor, aber ich wusste nicht, dass der Triple H heißt. Ah, Triple H. Über den habe ich neulich was gehört, da ging es halt darum, dass die Wrestler die Rollen nie verlassen. Der hatte sich öffentlich, das war dann halt so geplant, mit seiner Frau verkracht. Also die haben sich trauen lassen für die Wrestling-Liga, ohne wirklich getraut zu sein, und haben sich aber darüber wirklich als Paar kennengelernt. Und dann haben sie sich halt im Drehbuch verkracht, sind aber sich privat am Nähe gekommen und haben dann privat geheiratet ein paar Jahre später und das wurde dann auch in die Handlung eingebaut. Geil. Weil es halt einfach, es war halt natürlich ein öffentliches Event, dass die beiden geheiratet haben. Und dann mussten die halt, um eben diesen Anschein zu wahren, dass es halt echte Charaktere sind, mussten dann halt auch die Figuren heiraten, die sie spielen. Sehr gut. Ja. Wie Shawn Michaels aussieht. Ist das in grün? Der Riddler, ist das St. Patrick's Day? Ja, wahrscheinlich. Was für ein abgefahrener Scheiß. Ey, das sieht ja, also wie alt ist der denn? 24? Wer ist das? The Undertaker.
Also sonst hätte da hatte ich früher ein T-Shirt mit dem Undertaker drauf. Stimmt, The Nature Boy. Ja klar, wäre es natürlicher als Ric Flair mit seiner Federboa. Ja, so kenne ich ihn gar nicht. Ja, echt. The Rock. Ja, und dann Hulk Hogan noch mit dem. Wie stehst du denn zu Hulk Hogan, als er gekämpft hat? Ich war halt damals nie so ein krasser, also weil er halt immer so gut war. Ich fand ihn interessant, als er NWO da gegründet hat, als das diese Wolfpack gegen NWO war. Da habe ich übrigens irgendwann mal überlegt, ob ich mir das Wolfpack-Shirt, das fand ich früher so geil, ob ich mir das irgendwann hole. Jetzt? Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt der Moment, ich sehe dich gleich auf Amazon am Handy. Das war rot und schwarz, dann Wolfpack so drauf. Ja. Ich weiß nicht, ob der irgendwie das W gemacht habe und dann noch gejault oder so. Ich hab dann so. Das ist super. Mit den Fingern ein W und dann Wolfpack. Die haben sich dann auch mal begrüßt wie in Westside, dass die eine Gang so und die andere kommt und dann, oh mein Gott, NWO trifft Wolfpack. Jets, Sharks. Ich fand Hulk Hogan halt auch immer zu langweilig. Das war so wie, Hulk Hogan war der personalisierte Wrestler, der Vanilleeis war. Ja. Ja, deswegen, also Bret the Hitman Hart war halt so der erste Wrestler, von dem ich halt wirklich Fan war. Und ich auch Poster hatte als Kind, glaube ich. Geil. Ich habe ja das Wrestling-Magazin gelesen, natürlich. Man muss ja wissen, was passiert. Wrestling-Magazin. Alles in den vier Ecken des Rings. Wrestling-Magazin. Hieß es auch so? Ja. Rowdy Roddy Piper. Nice. Der schottische Wrestler. Ja, der schottische. Der mit dem Dudelsack, ja, schottisch. Also, der immer mit einem Dudelsack in den Ring kam und einem Kilt, den er über den, der hatte, glaube ich, also auch so typisch so Speedos, in den er gekämpft hat, hat er mit einem Kilt drüber. Der ist aber auch, der ist recht früh verstorben. Ich glaube, das war einer der ersten Wrestler, von denen ich gehört habe, also den ich als Kind gefolgt bin, ja. Von denen ich gehört habe, dass er verstorben ist. Der war auch mal Gast bei der Super Mario Super Show. Cool. Kennst du noch Diesel? Nur vom Namen. So ganz einfach so, ganz kleines Bild nur. Lange Haare, Bart. Generischer Wrestler. Scott. Ja, das war schon echt ganz, ganz geiler Scheiß, ey. Hast du irgendwelche großen Matches im Kopf? Ich habe halt irgendwie so ein Sarg-Match mit den Undertaker und Yokozuna. Das auch, wo Yokozuna halt nicht im Leben nicht in den Sarg wollte und fast geheult hätte. Daran erinnere ich mich auch noch. Naja, die Sache war ja auch immer, den zu bewegen und da das war halt auch. Er hat ihn doch so reingelockt, er ist irgendwie dann vom Ring gesprungen und landete im Sarg und hat der Undertaker ihn zugenagelt. Was ja auch natürlich, so ein Sarg zu nageln geht ja so schnell, das ist nur unter Protesten wirklich. Ich weiß irgendwie, der Undertaker ist davor irgendwie, glaube ich, mal wochenlang verschwunden. Keiner wusste, wo er war. Und dann bei irgendeinem, wie ist das, Monday Night Raw, ging dann plötzlich das Licht aus. Und dann gab es halt nur so einen Lampenschein direkt in den Ring und Paul Bearer stand dann mit einem Mikrofon da und hat dann das angekündigt. Genau, und dann hörst du mit und dann kommt ja mal Chopins Beerdigungsmarsch. Ist das von Chopin? Dann, dann, da, dann, dann, da, dann, 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 dann. Echt, das war das von. Ja. Halt in so einer aufgepimpten Version. Okay. Und dann. In den frühen 90ern nicht falsch, wahrscheinlich. Und dann immer mit seinem Blick hat man das Kinn so leicht nach oben gehoben oder so ein bisschen die Augen runtergeschaut und so ein bisschen Mascara um die Augen verwischt. Das war schon ein cooler Typ. Aber der hat sich doch irgendwann verkracht mit Undertaker, ne? Die haben sich doch irgendwann so inszeniert verkracht. Ja. Genauso wie da gab es ja so ein paar geile Manager. Da gab es ja halt auch den von Macho Man Randy Savage, der hatte so einen geilen Typen Megafon die ganze Zeit. Der immer die ganze Zeit so geredet hat und Tage genervt hat. Und der hat halt immer nur Megafon geschrien. Ja. Das fand ich auch geil. Oder da gab es halt diese beiden Ghetto-Jungs, die beiden Schwarzen. Und die hatten halt so eine garstige Lady mit halt irgendwie in Schwarz, die war ganz blass, eine lange blonde. Garstige Lady. Die wirkte so ein bisschen wie diese, ich habe in dem Film nie gesehen, 101 Dalmatiner. So. Cruella de Vil. Und die kennt er. Klaus kennt sie alle. Ja, Disney, aber die nicht, die Wrestler. Die Disney-Schurkeninnen. Ja, und das waren halt irgendwie so zwei Ghetto-Typen. Wie hießen die nochmal? Fuck, ey.
Und Doink the Clown, sagt dir der was? Doink the Clown sagt mir was. Ich erinnere mich auch noch an ein Match, wo er mit 4 Kleinwüchsigen gemeinsam gegen Larry the King Lawler, ebenfalls mit 4 Kleinwüchsigen, gekämpft hat. Und da Doink das Face war und Larry the Heel, war die Abmachung eigentlich, dass die Kleinwüchsigen nur gegeneinander kämpfen. Und natürlich hat Larry the King Lawler sich nicht dran gehalten. Und immer wenn das passiert ist, hat der Ringrichter gerade in eine andere Ecke geschaut. Man glaubt es nicht. Und die ganze Zeit sitzen vorne die Zuschauer wie im Kasperle-Theater. Da, 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 du musst hinter dich gucken, das Krokodil. Das ist Jake the Snake Roberts. Das sehe ich doch an dieser erotischen Schlange, die er über sich hält. Hatten wir ja schon über den Ultimate Warrior geredet? Hatten wir nicht. Stimmt, der hatte so eine geile Gesichtsbemalung. Was sollte der da eigentlich sein? Ein Maya-Krieger? Oder? Ja, das ist ein futuristischer Maya-Krieger. Der hatte doch dann irgendwie immer diese Bänder an seinen Bizeps reingeknotet. Bänder, 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 Bänder. Ich tanze, wenn man es nicht hört. Hier, das war diese garstige Frau. Diese Managerin von den beiden. Ne? Sagt mir gar nichts. Sieht ein bisschen aus wie LaToya Jackson auf Speed. Ja, ich weiß. Wusstest du, dass es eine Verschwörungstheorie gibt, dass LaToya Jackson und Michael Jackson die gleiche Person waren? Okay. Nur mal, um es so dazwischen zu streuen. Kennst du den noch? The Mountie. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, ob ich es beschreiben muss. War einfach ein Mountie. Das ist ja echt ein... Hier, ist das der schlagende, wie heißt es, der schlagende... Punkt. Verbindungsoffizier? Nein, hier, Versicherungstyp? Ja, Eddie Irving. Eddie IRS. Aber ist auch ein geiles Ding, oder? Dass er einfach nur sagt, du hast ein kurzärmeliges weißes Hemd an, rote Hosenträger, roten Schlips... Und bist rasiert, dann hast du Brille. Was ist mein Beruf? Du bist Steuerprüfer. Oh, alle Gott. Hassen dich, weil du Steuerprüfer bist. Ich erinnere mich auch noch an einen Cop. Irgend so einen Polizisten, der aussah wie aus einer schlechten 80er-Jahre-Serie. Aber ich kriege das nicht mehr zusammen. Über British Bulldog? Wer war denn der Indianer? Tatanka. Ach so, das war Tatanka? Das war Tatanka, ja. Der natürlich auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich eigentlich auch Scott Hall heißt, wie Razor Ramon. Und war dieser hübsche Typ, wer war das? Shawn Michaels, der Heartbreak Kid. Aber vorsichtig, er ist nicht dein Sexy Boy und nicht dein Boy Toy. Der guckt gerade geschockt. Der einfach nur, als ob er so ein super Schönling gewesen wäre. Kennst du diesen Wikinger? Nee. Okay. Ein Wikinger im Wrestling-Ring? Wo haben die einen Wick? Der ist bestimmt, seine Backstory war bestimmt, dass er irgendwie auf dem ewigen Eis lag für ein paar hundert Jahre. Das war ziemlich gut. Da komme ich ja gar nicht drauf. Es waren einfach große Geschichten damals. Überlebensgroße, schillernde Figuren. Also bei mir war es auf jeden Fall immer der Undertaker, der so meine größte Figur war. Naja, ich meine, jetzt müssen wir natürlich sagen, auch wenn er eigentlich nur einen Kampf gemacht hat, Tim Wiese. The Machine. The Machine. Gegen wen hat er einen nochmal gekämpft? Ach, gegen irgendwen, den man nicht kennt. Und der trotzdem tausendmal geiler war als er. Wahrscheinlich. Weil du gesehen hast, dass Tim halt so Schiss hat vor Springen, Rollen, Seil gehen. Ja, ist auch nicht seine. Naja, gut. Hat sich erstmal erledigt. Ja. Erstmal. Ich bin total, weiß ich nicht, ganz bunt. Ja. Der macht doch nicht mehr die Videos richtig mit. Ja, selbst Murat macht die Videos nicht mehr alleine. Oder kam neulich mal wieder was raus? Pain and Gain, wir reden über Pain and Gain. Ja, ich glaube, der wollte halt irgendwie, weiß nicht, der hatte halt gehofft. Ich glaube, der hofft immer, dass er, wenn er Tim Wiese da dran hat, dass 1000 Leute es schauen. Und dann sagt er halt darüber. Ja, hoffen, hoffen, hoffen. Darüber generiert er dann halt irgendwelche komischen Nutrition-Verträge. Ja. Und dann passiert es halt nicht. Und ja, gib Murat 10 ein. Ich meine, die anderen machen das ja auch und wahrscheinlich denkt er sich von wegen, ja, guck mal, da steht dann immer Kevin 20 für seine Power Nutritions, machen wir halt auch und dann kriege ich halt den Vertrag in Bremen. In Bremen gibt es noch nicht so viele großen YouTuber und ja, ich weiß nicht. Im lokalen YouTube von Bremen. Genau. Ich meine, dass er halt da lokale Nutrition-Leute dann abgreifen könnte. Okay. So wie wir. Ja. Wenn ihr in der Nähe vom Rudolf-Kiez einen Nutrition-Versand für richtig geiles Zeug habt, dann holt uns doch als
Ich will das nicht unterbrechen. Ich dachte mir, ich warte mal einfach ab und schaue, wie das ausgeht, wo du dich da gerade reingeredet hast. Vielleicht können wir mal ein Fazit ziehen, dann wird die Folge ein bisschen kürzer. Ich glaube, das kommt unserer beider Geduld und Tagesform jetzt nach Folge 2 entgegen. Ja, versuchst du gerade deine Stirn zu sehen? Wenn ich mich konzentriere, schaue ich das noch. Patrick, bist du auch so wütend wie ich? Ja. Warum? Hast du denn jetzt kann meine Stirn nicht sehen? Ein bisschen gerasselt, also versucht nachzuspielen mit dem Kumpel? Sicher doch, ja. Im Sandkasten hast du ja auch eine weiche Unterlage. Nein, das ist alles echt, das ist alles echt. Wir haben beim Kumpel bei Henning zu Hause, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 12, 13, 14 oder sowas. Da haben wir 18, 19. Auf seinen alten kleinen... Haben wir uns eine Matratze in die Mitte des Zimmers gezogen und eingeölt in Speedos. Wenn ich bei ihm gepennt habe, dann war neben seinem Bett auf dem Boden so eine ganz kleine, so ganz dünne Matratze und dann lag dann halt immer so ein Bundeswehr-Schlafsack eingerollt da. Mhm. Und den haben wir immer als Tag-Team bekämpft. Ah, ja, verstehe. Und dann war ich dann halt immer irgendwie, genau, so los, los, klatsch mich ab. Und dann halt irgendwie aufs Bett rauf, runter, auf. Und so oft halt gegen irgendwie ein Sideboard gerammt und irgendwas runter. So, mein Arm. Ich habe mir so meine Nase angebrochen als Kind. Geiler Typ. Weil ich von irgendwas runter, ich von der Matratze runtergesprungen bin und wollte auch irgendwie so einen Elbow-Drop oder sowas machen und bin mit der Nase auf der Kante von der Truhe gelandet. Cool. Ich hatte solche Angst, dass man böse auf mich ist, dass ich erstmal versucht habe, die eigenständig zu kühlen mit 5 oder so. Hat ungefähr 10 Minuten gehalten, bevor ich weinend losgerannt bin. Ich hatte mal Schiss, weil ich mir irgendwie aus Backstein ein Holzbrett so eine Rampe gebaut habe für mein BMX, weil ich ja irgendwie BMX-Bande-Fan oder so war. Und dann habe ich auf den Straßenbahn zum Wendeplatz, also Sackgasse, so eine einspurig, wo links die ganzen Autos geparkt sind, schön über die Rampe rüber, bin echt ziemlich hoch, hatte quasi richtig Airtime und dann runtergezimmert und dann mit dem Lenker voll in so ein Auto vom Nachbar reingedonnert. So. Und da dachte ich, scheiße. Und das war so ein geiles altes BMX-Rad, wo dann die Pedale waren nicht irgendwie so Plastik, ein bisschen griffig, sondern es waren Metallpedale mit so Zacken nach oben, dass du richtig gut Grip hattest. Und da bin ich beim Aufkommen mit dem linken Bein abgerutscht und dann haben sich die Zacken so so richtig schön ins Schienbein reingerammt, dass mein Knochen perforiert wurde. So. Aber durch Schmerz und Leid und sowas konnte ich dann ein bisschen ablenken, dass meine Eltern dann nicht sauer werden. Weil sie hieß, ja, wir sind dann ja versichert und so, da ist nicht so schlimm. Und ich dachte, oh, ich hätte so Schiss, dass ich Ärger kriege. Also hatte ich schon ein bisschen, aber ich durfte dann halt nicht mehr irgendwie auf offener Straße mir irgendwelche Rampen bauen. Ich dachte immer, also ein bisschen eigentlich mehr war auch Street Talk drin, so. Officer Jesse Mark. Ja, fand ich schon ziemlich geil. Aber ich glaube, die ersten Wrestling-Male habe ich mit meiner Oma geguckt. Die hat damals irgendwie, da gab es auf Tele 5, zwischendurch gab es ja jahrelang den Sender nicht, dann gab es auf Tele 5 irgendwie nachts, ich weiß nicht, wie die Reihenfolge war, entweder erst WWF und dann Sumo-Ring oder erst Sumo-Ring und dann WWF. Und wir haben uns dann halt immer beides reingezogen und das war voll cool. Also natürlich ist das Wrestling geiler gewesen, weil es war andere immer diese rituelle Babypuder hin und her schmeißen und rechts und links und gucken und dann war der Kampf im Sumo, ist es ja immer so, weiß ich nicht, 15 Sekunden und dann und dann runter. Mache ich jetzt gerade Honda nach. Ja, naja, ich meine, ja, natürlich ist das nicht so inszeniert und nicht so ein schöner Showkampf, gerade für Kinder und nicht so bunte Figuren. Ja. Hattest du irgendwelche Figuren? Hattest du Merchandise? Ich hatte ein paar Figuren. Ja. Ich wollte immer diesen riesen Finger. Der. Oder den Cowboy-Hut. Schöne Geräusche für Finger und Cowboy-Hut. Ich hatte ein paar Actionfiguren, glaube ich. Ja. Die jetzt wahrscheinlich nichts wert wären, ich die noch hätte. Weiß ziemlich nicht. Sicher. Ja. Oh, ich weiß nicht, was jetzt auch nichts mehr gescheit ist. Die Käfig-Matches fand ich auch krass. Käfig? Ja, genau. Wenn halt von der Decke so ein großer Metallkäfig rübergestülpt wurde und die mussten halt da drin kämpfen. Bis halt einer nicht von wegen durch so faires K.O., sondern halt einfach irgendwie K.O. So. Es gab eines, was ich noch an Royal Rumble.
Das wo du war, die Leute aus dem Ring werfen musstest. Und es kamen immer wieder Leute nach. Ja, genau. Ich glaube 25 also, oder 50. Und die Arschkarte hatte natürlich der Typ, der den ersten Auftritt hatte. Der hatte den besten Auftritt, weil der durfte dann mit seiner Musik sowas. Und die anderen hatten ja nur von wegen, oh mein Gott, ist Paul Bearer, oh mein Gott. Ach, Paul Bearer, am geilsten war immer, es gab immer ein oder zwei, die einfach mit Vollgas in den Ring gerannt sind und sofort wieder rausgeflogen sind. Wow, no! Wenn halt vorne ein Name stand und du wusstest von wegen, ich heiße Karl Pingel, Meier, das wird eine richtig kurze Geschichte. So, also eventuell rutsche ich auch nur durchs Bild. Ja. Der alte Karl Pingelmeier. Oh, der ist richtig gut gewesen. Ja. Nee, das war einer meiner Lieblingsevents, weil er halt irgendwie so bunt war. Da kam, also am geilsten war natürlich die Royal Rumble, wo dann richtig viele Stars kamen. Also WrestleMania. Nein. Leute rannten und du hast halt echt dann alle paar Sekunden Star, wo du ich halte es gar nicht aus. Das ist alles, was Rang und Namen hat. WrestleMania, die große Nummer war, glaube ich, 10. Das war, glaube ich, ein Riesen. Das war, glaube ich, Hulk Hogan gegen, weiß jetzt nicht, welcher Finale. War das Undertaker? Auf jeden Fall war das die richtig großen. Oder Clash at the Beach. Das waren dann halt die großen Dinger halt dann irgendwie, nicht in der Halle, sondern die wurden dann irgendwie in Kalifornien am Strand abgezogen. Du hast ja vorhin schon darüber geredet, du hattest es auf der PlayStation 1 Wrestling, ich hatte es auf dem Super Nintendo. Okay. Und ich weiß, eines der großen Extras war, du konntest den Ringrichter so lange malträtieren, bis er gegangen ist. Geil. Und dann war das Einzige, was den Kampf beendet, ein K.O. Das war super. Was für eine Innovation damals. Das Geile ist, ich habe meist auch nur gewonnen mit 20 Tritten oder 20 Schlägen, weil du musstest ja dann drücken, halten, vor, zurück, unten, links und dann hast du halt einen Sharpshooter gemacht. Dass er macht ihn! Oder wenn du merkst, dass er so komische Ansätze macht, so, dann fängt er und dann hört er auf. So, das fand ich. Aber generell war das schon geiler Scheiß. Ja. Also diese riesigen Events, ey. Wir haben ja auch irgendwie damals gesagt, als ich hier in der Gott, wie heißt die Halle mittlerweile? Mercedes-Benz Arena? Wenn sie doch so heißt. Ja. Nee, Karl-Pingelmeier Arena heißt sie jetzt. Karl-Pingelmeier Arena. Wenn da halt irgendwie die Wanderstars da auftauchen, dass man sagt, so, das wäre auch nochmal geil. Ist das 150 Euro wert? Echt so teuer? Ja, ganz sicher in der O2 World auf jeden Fall. Und dann letzte Reihe? Hinter einer Säule und vor einer Säule. Cool. Und dann kennst du eh nur 5. Also die neuesten Stars neben John Cena, welche ich cool fand, oh, ich dachte, ja, weil die meisten echt nur, weil es halt auch einfach gerade die Zeit ist und so, das ist in der Schick, so viele austrainierte, hübsche Typen. Und denkst so, die wollen nicht alle sein wie wir. Nice. Nee, aber da war es halt sowas, so voll fettig, irgendwie natürlich wieder so ein Südstaatler, der halt irgendwie so ein Farmer sein soll, der immer so eine alte Latzhose trägt, wo eine Seite der Latz, also der Träger so offen ist und der taucht meins mal aus dem Nichts auf. Also das Match ist so im Gang und dann plötzlich ist es komplett dunkel. Siehst du auf der großen Leinwand so Schnitt und siehst halt irgendwie so komisches Ziegengesicht. Und dann plötzlich ist das Licht wieder an und dann sitzt er halt auf einem Schaukelstuhl, so ein riesiger Bär, einfach auf der Bühne und dann seine beiden Söhne dahinter. Und die sehen halt auch aus wie so eine komischen Südstaaten-Stiere, sehen genauso aus. Der eine hat immer eine Schafsmaske auf dem Kopf und der andere steht einfach nur so da. Und das ist halt geil, weil die halt immer so eine Mischung aus eklig, gefährlich, gruselig, also einfach anders. Ja. Und nicht immer von wegen, ja, der Schöne, der Böse, also die sind richtig komplett anders. Und das habe ich gedacht, so, mehr davon. Und nicht, also es gibt echt bestimmt 6, die ich optisch nicht unterscheiden könnte, so mindestens. Ja. Das Krasse ist auch im Vergleich zu dem, was wir damals gesehen haben, sind auch, also wie es da schon beschrieben wurde, sind halt krasse Akrobaten. Mhm. Also die ist halt auf den Punkt, dass nicht mehr von wegen einer alleine vom dritten Seil springt, sondern was damals mal einmal im Jahr passiert ist, halt öfter ey, zu zweit auf dem dritten Seil, Salto, Salto, Patsch, Patsch und kommen halt echt irgendwie so krass auf und ich so, oh. Oder abgerollt kurz vor den Eiern, über den Kopf rüber, Arm eingedreht und krasse Sachen. Ich hab neulich was gesehen, das ist aber aus einer Amateur-Wrestling-Liga oder halt so untere Profiliga, also nicht WWE. Stimmt, Wrestling Entertainment. Genau, und da waren halt zwei Tag-Teams und das eine Tag-Team, die waren so angezogen wie so, ja, weiß nicht, wie so ägyptische Hieroglyphenfiguren, auch mit Masken. Genau, und die hatten dann so einen ganz gefährlichen Move, mit dem sie den Gegner hypnotisiert haben und die haben dann das gegnerische Tag-Team hypnotisiert und die haben dann Breakdance machen müssen. Cool. Das ist echter Sport.
Früher war es auch, mir gerade eingefallen, neben der WWF gab es noch die WCW. Ja, aber das kam auch erst ein bisschen später, oder? Ja, aber da war dann halt auch ein paar Stars. Da war Hulk Hogan dann noch auch irgendwie kurz. Ja, und daraus hat er sich auch ein paar NWO-Leute geschnappt. Ja, das war, aber das war irgendwie ganz geil. Weil das war doch bestimmt alles genauso wie Mediamarkt und Saturn, dass es eigentlich dem gleichen Typen gehört. Also es hatte schon es war alles kleiner, die Hallen waren kleiner, die hatten weniger Geld irgendwie. Die Shows waren nicht so, aber ab und zu hat es halt auch mal, das war so wie die zweite Bundesliga irgendwie. Also da haben sich manche dann wieder, entweder sind sie abgestiegen in die WCW oder sind aus der WCW in die WWF. Und dann hat sich das ja alles zusammengeschlossen zur WWE. Ich weiß gar nicht, warum sich die WWF aufgelöst hat. Ich glaube, die wahrscheinlich mussten sich mit dem Worldwide Fund um den Namen streiten. Also der Tierschutz heißt ja auch WWF. Ja, oder und, das Messer. Oder es gab dann irgendwie Streit, das ist halt eigentlich, und die haben sich einfach als Entertainment gebrandet. Weil die haben auch einen riesen YouTube-Kanal. Und der Küchenhersteller WWF. WMF. WWF. Ja, wenn ihr eure Küchenmesser aus gefährdeten Pandas haben wollt, dann kauft sie beim WWF. Wie du letztens anfängst mit dem pfeifischen Drüsenfieber. Ich dachte auch so. Ja, ist doch gut. Ja, aber hättest du denn jetzt definitiv einen oder einen? Wie immer noch Undertaker. Undertaker, okay. Ja. Na gut, dann sage ich Bret the Hitman Hart. Ja. Einfach halt so. Aber wir sind jetzt auch bei 50 Minuten, also langsam kann ich. Obwohl ich Texas Jim Duggan einfach so lustig fand und Ric Flair. Die war ich halt. Aber ich war halt, das war als Kind auf mich so. Aber die anderen, ja, eigentlich ich, more entertaining fand ich die. Halt, so, ja. Aber ja. Damals war halt Undertaker. Das ist cool. Richtig cool. Also den habe ich als Popo-Tattoo. Vorm Arschgeweih. Hattest du das damals, diese aufklebbaren Wrestling-Tattoos? Also ich weiß nicht, davon hatte ich ganz viele. Also diese richtig schlimm harten Kaugummis, die in der Mitte so eine Fuge hatten. Ja. So. Die und ungefähr da zwei Sekunden drin. Geil waren. Ja, du hast zwei Sekunden gebraucht, bevor die halt einmal so durchkauen konntest. Mhm. Und du konntest ja halt echt mit 10 Mal kauen, dann alles rausziehen, was an Chemie so da war. Ja. Und dann hast du echt nur noch... Ja. Ja, ja, cool. Ja. Dann im Stile von Paul Bearer, sag ich mal, wo finden die Leute des Internets uns? Ja. Woo! Nimmt er mir alle weg? Ganz schön übersteuert. Ja. Hast du denn jetzt endlich fertig deine Steuer? Oh, hör mir auf, ja, na, einigermaßen. Nicht, dass der Steuerberater Eddie Irving hier klingelt. Oder Eddie Irvine. Eddie Irvine war, glaube ich, oh nein. Steve Irving? Ja, irgendwie so. Fitness mit Dirk und Klaus bei YouTube. Auf YouTube, in YouTube. Genau, oder wir sind bei iTunes und Podcast Addict und allen Podcast-Apps. Apps. Jedes Mal in der zweiten Folge noch nicht. Podcast-Apps. Fitness@gmail.com. Ja, Fitness mit Dirk und Klaus in euren Podcast-Apps. Dr. Epske. Aber deine Kopfhörer drücken auch ganz schön auf dein kleines Gehirn. Ja. Für nüssepod.com oder für nüssepod auf Twitter. Und im Sinne von Bret the Hitman Hart sage ich, wir sind der beste Podcast, den es je gab, den es gibt und den es je geben wird. Woo! Jetzt lasse ich es noch richtig lange ausklingen. Wolfpack. Woo!